Hi, herzlich willkommen bei Mathe-Kanal und willkommen zu einem neuen Video in der Reihe Lineare Algebra. Diesmal sprechen wir über eine der bekanntesten Ungleichungen. Also ich dachte eigentlich, ich hätte dich ja schon längst mal auf den Kanal hochgeladen, aber habe ich nicht. Deswegen jetzt. Wir sprechen über die Ungleichung von Cauchy-Schwarz. Ich schreibe die zunächst mal hin und dann sprechen wir ein bisschen über die Voraussetzungen dafür, dass man die überhaupt hinschreiben darf. Und dann beweisen wir die natürlich. Also, die Cauchy-Schwarz-Ungleichung lautet folgendermaßen. Der Betrag vom Skalarprodukt von Vektoren xy, also das heißt, wir spielen hier natürlich auf einem Vektorraum, sonst können wir nicht über Vektoren sprechen. Und dieser Vektorraum muss aber diese besondere Eigenschaft haben, dass es ja, auf diesem Vektorraum ein Skalarprodukt gibt oder allgemeiner gesprochen ein Innenprodukt, ein inneres Produkt. Also wer nicht weiß, was ein inneres Produkt ist, ist einfach eine Maschine, die sich so verhält wie das gewohnte Skalarprodukt. Dieser Betrag, der ist kleiner gleich der Norm von x mal der Norm von y. Ja, also das ist Cauchy-Schwarz. Das wollen wir beweisen. Und ja, jetzt muss ich auch natürlich auch sagen, was ist das hier für eine Norm? Auf endlich dimensionalen Vektorräumen sind ja alle Normen zueinander äquivalent, aber auf unendlich dimensionalen Vektorräumen geht das nicht. Und hier diese Cauchy-Schwarz-Ungleichung, die gilt auch auf unendlich dimensionalen Vektorräumen. Also diese Norm hier, zum Beispiel hier diese Norm von x, die ist so definiert. Wir sagen, die Norm von x, die ist definiert als die Wurzel vom Skalarprodukt, vom inneren Produkt von x mit sich selber. Ja, also das ist diese Norm hier und für y natürlich entsprechend. Gut. Also das sind so die Voraussetzungen. Wir haben also einen Vektorraum, wir haben ein inneres Produkt auf diesem Vektorraum und wir haben diese Norm. Ja, man sagt, die wird von diesem Skalarprodukt induziert. Und ja, jetzt wollen wir also diese Cauchy-Schwarz-Ungleichung beweisen. Wir können zunächst mal einen leichten Fall sozusagen abhaken. Den brauchen wir gar nichts hinschreiben, das erzähle ich mal eben so. Wenn y gleich 0 ist, dann ist alles klar, weil dann steht hier x mal 0, das ist 0, dann steht hier also links 0 und dann steht hier y, die Norm, y ist gleich 0, die Norm von 0 ist 0, dann steht hier x mal 0, also x Norm 0, das ist auch 0, dann steht hier 0 ist gleich 0. Das heißt, in dem Fall, dass y gleich 0 ist, ist das nicht nur als Ungleichung erfüllt, sondern dann haben wir tatsächlich hier den Fall Gleichheit und dann ist das erfüllt. Also den Fall können wir abhaken. Wir können also jetzt annehmen, y ist ungleich 0. Gut, jetzt können wir Folgendes machen. Wir können sagen, 0 ist kleiner gleich als x minus y. Skalarprodukt x minus y. Also wir stecken diesen Vektor x minus y mit sich selber ins Skalarprodukt. Das ist jetzt sozusagen unser Ansatz. Warum wir den nutzen, werden wir gleich sehen. Und ja, das ist größer 0, einfach deswegen, weil das Skalarprodukt, das ist eine von den Eigenschaften, die man von so einem Skalarprodukt, von so einem inneren Produkt fordert. Dass das Skalarprodukt von einem Vektor mit sich selber ist immer größer gleich 0 und ist 0 genau dann, wenn der Vektor 0 ist. Also wäre 0 genau dann, wenn x minus ay gleich 0 ist. Wir werden gleich noch sehen, gegen Ende, dass das was mit der linearen Abhängigkeit von x und y zu tun hat. Also das können wir so hinschreiben. Und jetzt können wir das sozusagen mit den Rechenregeln für innere Produkte ausmultiplizieren. Jetzt können wir schreiben, okay, das ist hier das mit dem, das ist x mit sich selber, Skalarprodukt.
dann das mit dem, also minus x a y. Das a ziehen wir aber gleich vor die Klammer, dabei konjugiert sich das. Da haben wir also minus Skalarprodukt x, ich habe es gerade gesagt, aber nicht hingeschrieben, a konjugiert x y, jetzt das mit dem, das ist also minus a y x und ja, wir ziehen das a auch gleich wieder raus und schlussendlich plus, also minus, an dieser Stelle ist es so ein bisschen diffizil mit diesen beiden a hier. Also was wir haben, ist ja dieses hier, minus a y minus a y. Und ja, jetzt können wir diese beiden hier vorziehen. Dann bekommen wir minus a konjugiert und ja, dieses Skalarprodukt von y mit sich selber. Ich hoffe, das kann man das lesen, ja. Das können wir also so hinschreiben. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus auf den ersten Blick, aber das werden wir gleich so brauchen. So, jetzt fassen wir nämlich das Ganze zusammen. Jetzt sagen wir, das ist das Skalarprodukt von x mit sich selber immer noch minus a konjugiert x y. So, jetzt fassen wir alle jetzt hier zusammen, die sich hier so ein a haben, also diese beiden hier. Minus a, Klammer auf, Skalarprodukt y x minus a konjugiert Skalarprodukt y mit sich selber. Und hier geht diese Klammer hier zu. So, und ja, jetzt hatte ich gesagt, das hier gilt. Und das gilt für jedes a. Also für jedes a, a ist ja ein Skalar aus dem zugrunde liegenden Körper. Ja, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Unser zugrunde liegender Körper ist R oder C. Allgemein schreiben wir also K für unseren zugrunde liegenden Körper. Und der Beweis, den wir jetzt hier durchspielen, ja, das läuft also für R und für C gleich. Also für alle Skalare aus unserem Körper gilt diese Beziehung hier. Das heißt, wir können insbesondere ein spezielles A wählen, so wie wir mögen. Und dann gilt das immer noch. Und wir wählen jetzt Folgendes. Wir wählen A konjugiert als das hier Skalarprodukt von y mit sich selber. Skalarprodukt x y. Ja, also so definieren wir jetzt unser a. Das ist also ein spezielles a von diesen ganzen a's, für die das gilt. Und das machen wir deswegen, weil wenn wir dieses a hier reinsetzen, dann hebt sich gerade diese Klammer hier weg. Also wer das nicht sofort sieht, einfach einsetzen und ja, also vielleicht Kuli auch mal ausprobieren. Also das passiert nicht weg. Also diese Klammer hier ist durch diese Wahl von a zu wird 0. Und das heißt, wir können also jetzt das hier wegstreichen. Und dann müssen wir aber natürlich für a konjugiert auch dieses gerade definierte a einsetzen. Das heißt, wir bekommen jetzt x Skalarprodukt mit sich selber minus jetzt eben dieses gewählte a konjugiert. Das ist also minus Skalarprodukt von xy durch Skalarprodukt von x von y mit sich selber und diesen Faktor haben wir immer noch, also das Skalarprodukt von x mal y. Ja, und wenn wir jetzt hier oben gucken, dann ist also dieser Ausdruck jetzt immer noch größer gleich 0.
Und das heißt, wir können das jetzt auch so schreiben, dass wir diese 0 wegnehmen und dann ziehen wir das hier rüber. Hier stand der Minus, das können wir ja so schreiben, dass Skalarprodukt von x ist größer als dieser Ausdruck. Jetzt ziehen wir diese Zahl hier, Skalarprodukt von x von y mit sich selber hier rüber, multiplizieren die einfach hier rüber. Dann bekommen wir Skalarprodukt von x mit sich selber mal Skalarprodukt von y mit sich selber. Das ist größer gleich als Skalarprodukt von x, y, also yx meine ich, x, y. Ja, und ihr erinnert euch, wenn man bei einem Skalarprodukt die Argumente tauscht, diese beiden hier, dann konjugiert sich das gerade. Also das hier ist die konjugierte komplexe Zahl zu dieser Zahl hier. Also wir können das auch so schreiben, dass wir sagen, das hier ist das hier. Und ja, das hier, diese komplexe Zahl mal ihrer konjugierten komplexen Zahl, das ist gerade das Quadrat vom Betrag. Also das ist das Quadrat vom Betrag von der Zahl Skalarprodukt xy. Ja, gut. Und jetzt erinnern wir uns hier oben an unsere Definition. Jetzt haben wir, wenn wir hier also gucken, haben wir hier also stehen die Norm x quadriert. Denn hier oben hat man eine Wurzel stehen. Norm y quadriert, das ist größer gleich als Skalarprodukt xy quadriert. Ja, und ja, jetzt ziehen wir die Wurzel und dann sind wir hier oben und damit sind wir fertig mit dem Beweis von der Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Ja, soweit also Cauchy-Schwarz. Jetzt können wir Cauchy-Schwarz benutzen. Einerseits in Anwendung, zum Beispiel kann man mit Cauchy-Schwarz die allgemeine Unterfallrelation beweisen in der Quantenmechanik. Wir können das Ganze aber auch verwenden, um weitere wichtige Ungleichungen in der linearen Algebra und in der Funktionalanalysis zu beweisen. Ja, wenn ihr das sehen möchtet oder wenn ihr etwas davon sehen möchtet, dann schreibt, was ihr sehen möchtet, in die Kommentare. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.